Weil Mendarion kein Glück haben will, heißt es ja noch lange nicht, dass wir keins haben wollen. Was hat das mit den Ohren eigentlich auf sich? Der bringt Glück. Sagt er jedenfalls. Ich glaube ihm das einfach mal. Die Frage war tatsächlich so mit Blick in Richtung Mendarion gerichtet. Der hat sich gerade sein Ohr. Die sind dann einmal so. Ich frage euch doch auch nicht, warum er Rosenohren hat. Nein, das meine ich nicht. Man hat mir gesagt, das ist unnötig. Das meine ich nicht. Warum alle, die keine Spitzenohren haben, diese Ohren anfassen wollen. Das ist, weil die Leute abergläubisch sind und keinen Respekt haben. Das ist doch nett. Ich fasse auch gerne meine Ohren an. Oder generell. Ich fange unserem Halbelfen mal ins Öhrchen. Er schaut dich mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Also ich hab's nicht so gerne, wenn mir irgendjemand ins Gesicht fasst. Ich traue ihm weiter Gedanken verloren das Ohr. Ach, wahre Völkerverständigung. Wo waren wir also? Wir wollen den Nachschub bei abkappen. Unseren Fähigkeiten. Richtig. Also. Ich kann das Wetter verändern und ich kann Elementare darauf beschwören. Beziehungsweise herbeirufen, beschwören ist der falsche Terminus dafür. Ich kann ansonsten viel das Eis manipulieren. Was hier ungünstig ist. Dafür hätten wir uns ein Datum ungefähr 3 Monate früher aussuchen müssen. Aber da gab es die Belohnung noch nicht. Es steht kein Datum auf der Belohnung. Ich weiß nicht, wann es diese Belohnung gab. Es ist doch auch vollkommen egal. Eure Fähigkeiten sind sehr willkommen und solange sie nicht durch den Schädel unterdrückt werden, wird uns das Ganze zu einem großen Vorteil gereichen. Außerdem habe ich ein Boot gefunden. Er zeigt einfach mal so Richtung Norden diesen Matschflusslauf hoch. Dort ist etwas, das ja vielleicht mal als Kettenfähre genutzt wurde, jetzt eher wenig genutzt wird. Matter, das klingt sehr nach eurem Kompetenzbereich, nicht wahr? Und auf der anderen Seite des Flusses ist ein alter druidischer Steinkreis. Und eine Ruine, die vielleicht einmal tatsächlich ein Hexenhaus war. Ja, lang vorbei. Aber die Fähre, kann die von der Patrouille genutzt werden? Kann auf jeden Fall. Dann bin damit auch rübergekommen. Kaputt machen. Ich würde sie zweckentfremden mitnehmen, damit wir mit einem Boot hinkommen könnten, falls wir das brauchen. Aber hier der Kartenmeister hat gesagt, da drin gibt es auch Boote, die ich klauen soll. Ja, aber wartet mal, Mathe. Das wäre dann vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn wir von dort das Boot nehmen können. Seht ihr den großen Baum, der da drin im Wasser ist? Ja, aber weißt du was? Wenn ihr euch Boot... So eine Fähre funktioniert auf Zug und Schub. Ja, also das ist im Prinzip ein Boot, an dem eine Kette befestigt ist. So, aber das sind keine die einigermaßen in der regelmäßig, vermutlich in der letzten Zeit, von einer Anzahl von Personen genutzt wurde. Warum schwimmen wir nicht einfach? Nun, weil dies ein Sumpf ist und. Und man nicht schnell ist. Wenn wir zu zweit paddeln, dann kriegen wir uns. Wie viel sind wir? Locker bewegt. Aber in der Fähre sind doch keine Ruder drin, oder? Nein, aber... Ja, deswegen sollen wir ja auch Boote nehmen und die Fähre kaputt machen. Hey, hört mir hier überhaupt jemand zu? Ihr übergeht mich die ganze Zeit, wenn es ums Planen geht. Nun, also ihr schlagt vor, dass wir die Fähre zerstören sollen. Damit die Patrouille nicht auf unsere Seite kommt und vielleicht da steht und dann nicht rüberkommt. Sonst sind die ein bisschen bewegungsunfähig. Spätestens dann sind sie alarmiert. Ich finde die Idee, die Fähre zu zerstören, prinzipiell trotzdem keine schlechte... Sollten einfach diese, ich weiß nicht, ihr habt gesagt, sie ist an einer Eisenkette befestigt. Diese Fähre? Ja, einigermaßen. Frosty, das musst du mir jetzt sagen, wie hart die da befestigt ist. Ist die da irgendwie massiv dran geschmiedet? Oder ist das einfach irgendwie so? Also, es gibt eine Kette aus Eisen, aber die ist halt an ein Holzbaum dran genagelt. Du kannst das einfach raustrennen, dann ist die Kettenfähre eben außer Funktion. Ich denke, diese Fähre könnte jeder Dilettant außer Gefecht setzen. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir setzen diese Fähre außer Gefecht, wie Matta vorgeschlagen hat, um so den Nachschub abzuschneiden. Nicht wahr? Das war euer Vorschlag. Und nutzen gleichzeitig das Boot, was wir dadurch gewinnen, um uns durch den Sumpf zu bewegen und eine möglichst kurze Strecke zur Verfügung zu haben, um einzudringen. Das wie viel ist aber. Sind da drin? Kein Ruderboot. Das hilft uns gar nichts. Ja, aber ich weiß nicht. Der Sumpf, wie tief ist der denn? Kannte man da nicht mit einem Stock
kenne das aus tatsächlich dem Svelttal. Da gibt es, ich weiß nicht, kennt ihr die Brenasca Marschen? Nein. Ich kenne Bremer Feuer. Ja, fast. Also die Brenasca Marschen sind ja auch eine Sumpflandschaft und dort gibt es Fähren, die man mit Stöcken bewegt. Langen Stöcken. Die reichen bis auf den Grund und man stößt sich ab und wieder nach vorne. Es ist eine etwas langsamere Möglichkeit, sich zu bewegen, aber sie ist sehr unauffällig. Apropos unauffällig. Wenn ihr Nebel wollt, muss ich wissen, wie viel und wie dicht. Ich denke, wir haben hier in diesem Sumpf einen gewissen Spielraum, was Wetterphänomene anbelangt, bevor sie allzu unnatürlich werden. So, dass man vom Wehrturm in der Mitte nicht auf den Rest der Burg sehen kann. Umgekehrt. Also die Sichtweite auf etwas unter 7 bis 10 Meter reduzieren. Ich denke, es werden um die 20 sein, oder? Na, kommt auf den Punkt an. Die Spitze des Wehrturms wird aus dem Nebel herausschauen, vermute ich. Ja, das macht nichts. Ich hätte noch eine weitere Frage. Wie lange könnt ihr den Zauber aufrechterhalten? Das wäre der ungefähre Zeitraum, den wir für unser Eindringen und unseren Rückzug hätten. Ich muss gerade OT schauen, ob ich den auf Wirkungsdauer modifizieren kann. Ja, darf ich? Ist es vorgesehen, dass wir den Nebel schon herbeirufen, wenn wir eindringen? Oder erst, wenn wir herauskommen? Es ist sinnvoll, ihn schon beim Eindringen herbeizuführen. Ja, aber dann sieht man vielleicht das Feuer nicht. In der Grundform wird die unnatürliche Wetterveränderung für etwas mehr als ein Viertelstundenglas aufrechterhalten auf magischem Wege. Was danach passiert, obliegt den Kräften der Natur. Das heißt, wenn wir Glück haben, verändert sich den Rest der Nacht gar nichts an diesem Nebel. Wenn wir Pech haben, ist der schnell weg. Man kann das allerdings verändern und die Sicherheit diesbezüglich erhöhen, indem man einfach die Wirkungsdauer des Zaubers modifiziert. Seid der Experte, ich lasse euch da vollkommen freie Hand. Aber an sich sollte der Nebel starten, wenn die Leute bemerkt haben, dass es in den Feldern brennt. Ich denke auch. Naja. Dass wir den Nebel zu früh machen und eventuell schlägt das schon ein bisschen Alarm und die Leute innerhalb der Feste werden ein bisschen aufmerksamer, weil das Ganze doch recht... Erscheint der Nebel denn ad hoc oder ist es eine sukzessive, also eine stückchenweise Verdichtung des Wetterphänomens? Es dauert ungefähr 10, vielleicht 9, 8 Minuten. Das ist perfekt. Bis der Nebel auf voller Stärke vorhanden ist. Das ist sehr gut. Sobald ich mit dem Ritual beginne, verändert sich das Wetter langsam. Es gibt viele, die so etwas nicht bemerken würden. Aber man darf es nicht übertreiben. Und ich kann auch nicht sagen, inwieweit sich die elementaren Kräfte dieses Ortes auswirken. Ich vermute nicht, dass sie dem falschen Element zugerechnet sind. Es kann aber sein, dass der Nebel ein wenig stinkig wird. Von er stinkt oder im Sinne von er versucht uns aufzuessen? Es wird Sumpfnebel sein, Modergeruch. So. Ja, mal, das ist das, was hier natürlich ist. Nun, ich denke, das ist etwas, das wir hinnehmen müssen. Wir haben ja zum Glück keine allzu eitlen Horasia unter uns, nicht wahr? Horasia waren die von dort, er zeigt mal willkürlich auf irgendeine Richtung, die halbwegs im Süden zeigt. Nee, Mator. Genau. Aha. Wie auch immer, wollen wir loslegen? Wie die sieht weißes Puder ins Gesicht, lassen wir das. Ja. Nicht nur ins Gesicht. Während unserer Besprechung. Danke für diese Information. Ist die Sonne über den Trauerweiden untergegangen und die Finsternis legt sich über das Land. Selbst über das Sonnenland. Oh, nun, ich befürchte, jetzt komme ich nicht mehr durch das Tor. Dann werden wir wohl alle gemeinsam einsteigen müssen. Die Bauern auf dem Feld werden noch ebenso ihre Arbeit einstellen und dann gesammelt, dreckig, krustig, in einem langen Pilgerzug über den kleinen Pfad in Richtung der Burg verschieben. Jeder weiß, was zu tun ist?
meine Herren, ist jedem alles bewusst. Wo soll ich mit dem Boot warten? Ich laufe einfach euch beiden nach und wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir schon sehen, was wir machen. Am Steg am besten, wenn ihr den fällt gerade auf. Wartet, also nehmt die Boote in Besitz, nur wenn sie leer sind und wartet tatsächlich dort auf uns, weil der Pfeil mit dem Drahtseil von Mandaion muss ja von euch aufgefangen werden, in Anführungsstrichen. Genau. Soll ich mit dem Feuer beginnen, wenn der Nebel sich gerade am Bilden ist oder wenn er schon gebildet wurde? Am besten seid ihr das Startkommando. Ihr legt das Feuer und daraufhin fängt Kasim mit seinem Zaubereizeugs an und wir finden uns zu dem Zeitpunkt schon unterhalb der Palisaden und beginnen dann den Aufstieg, sobald wir sehen, dass die Leute losrennen. Kann von euch noch einer Boote fahren? Ich kann Boote fahren, warum? Ja, dann sind wir schneller, wenn wir abhauen. Ich glaube nicht, dass die mit der Reiterei da in dem Sumpfgebiet uns hinterherkommen, wenn wir dem Flusslauf folgen. Genau, das ist doch meine Hoffnung. Wenn wir in den Sumpf hineingehen, sind Pferde nutzlos. Genau. Ei, das ist ja das, was ich sag. Und für den Fall Boote starken kann ich auch. Sorry, nein, ich kann nicht Boote fahren. Ja, Bruder, du hast es aber gesagt. Du hast keine Ahnung, was Boote fahren ist. Du weißt nicht mal, was ein Boot ist. Für mich ist es vermutlich erweitertes Schwimmen. Du weißt nicht, was ich geprügelt, bis ich's konnte. Kasim? Ja? Ich lasse euch meine Hündin da. Sie wird mir beim Klettern nicht so viel helfen können. Sie wird Alarm schlagen, falls sich jemand euch nähert, der nicht wir sind. Gut. Ja, ich werde mit euch kommen, auch wenn der Ritualplatz auf diesem Hügel erzeugt, auf so eine kaum sichtliche Erhebung auf der anderen Seite des Baches, vermutlich der beste Platz wäre, aber... Während ihr sprecht, könnt ihr sehen, wie sich eine Patrouille mit hellen, weißen Fackeln aus der Burg nach draußen schiebt. Deckung. Und sie ihren Weg der Patrouille antreten. Wir warten, wenn sie wieder in der Burg drin sind. Und dann legen wir los. Beziehungsweise, wenn sie hier an uns vorbei sind, kannst du schon mal loslaufen. Nee. Ich würde ja gerne noch den Glückssegen auf uns sprechen, beziehungsweise helle, auf alle. Weiße Fackeln. In den Matsch. Ja, den Glückssegen kannst du ja sprechen. Wir haben ja noch genug Zeit. Die müssen ja hier langlaufen. Und erst wenn sie hier sind, dann soll Mandaion hier langsam los. Der reicht dir nur LKP-Sternhalbe Runden, deshalb. Aufstufeln! Ja, ich stufe ihn hier sowieso schon einmal auf. Ja, dann. Ich will ihn nicht zweimal aufstufen, weil. Dann warten halt, bis du weit ist und dann legst los. Ja. Dann also könnt ihr euch verstecken, während ihr wartet. Die Versteckenprobe ist dieses Mal um einen Punkt erschwert. Trotz unserem tarnfarbigen Matsch. Ja. Und eine zusätzliche Schleichenprobe, um still zu liegen. Das ist nicht eine Selbstbeherrschung. Für mich ist sie dann wahrscheinlich noch mehr erschwert, die sich Versteckenprobe, oder? Du bist nicht getarnt. Bin nicht getarnt. Du bist in deiner Kartografenuniform. Stillliegen ist aber eher eine Selbstbeherrschung. Genau, deshalb habe ich ja gefragt, um wie viel es dann erschwert ist. Dann machen wir eine Selbstbeherrschungsprobe. Warum sage ich eigentlich immer wieder Dinge, die für mich schlecht sind? Ach, egal. Frag ich mich auch. Ich muss jetzt eine Selbstbeherrschung? Nee. Verbergen 3 und Selbstbeherrschung 2. Wie gut, dass nur einer Misserfolg braucht. Das ist so schön bei... Wie gut, dass alle ihre Proben geschafft haben. Ich würfe jetzt einfach eine Sich-Verstecken-Probe und eine Schleichen-Probe, okay? Ich weiß nicht, wie hoch die Erschwernisse sind. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie es bei euch allen gelingt. Nur ein einziger müsste fehlgehen. Es könnte sein, dass Fex mit uns ist. Besteht diese Möglichkeit vielleicht? Ich weiß ja nicht. Sie bleiben kurz stehen, leuchten mit ihren Fackeln rüber. Ihr könnt sehen, wie lange Lichtscheine von kamalen Fackeln zu euch rüberreichen, euch übertasten und dann sind die Lichtscheine wieder weg. Sie gehen weiter schmatzend durch den Sumpf. Und nach einiger Zeit könnt ihr sie dann wieder auf der anderen Seite erkennen, wie sie dort beim Steinkreis stehen und ihre Schatten lange Kegel wieder werfen in die gesamte Richtung, während sie dort stehen, sich unterhalten, dieses magische Phänomen betrachten und dann weiterlaufen. Und ihr wollt euch gerade erheben, da könnt ihr erkennen, wie sie wohl laut aufschreien und nach irgendetwas jagen, schlagen, rufen. Und Kasim ein Ziehen im Bauch spürt, irgendetwas ist da wohl gerade in die Elementarsphären verschoben worden.
Unfreiwillig. Ich möchte euch nochmal alle daran erinnern, dass ihr Schicksalspunkte habt. Einen. Ja, und gleich zwei. Also. Genau. Nach meinem Glückssegen. Dann ist das Glück so gehausregelt? Dass es einfach einen Schicksalspunkt mehr gibt? Genau. Ein Schicksalspunkt. Ja. Nice. Gut, ja, weil Glück nach Glückssegen gibt ihr eigentlich den Vorteil Glück. Ja. Gut, man kann halt eine Probe neu würfeln. Dann diesen Schicksalspunkt kann man halt nicht verbrennen. Aber. Ja, mit dem Vorteilglück musst du nämlich würfeln. Ne? Du hast 1W3 minus 1 neu würfeln. Genau, der regeltechnische Vorteil Glück gibt nochmal 1W3 minus 1. Also du kannst auch Pech haben mit Glück. Okay, ja gut. Egal. Ich würde auf jeden Fall dann den Segen sprechen. Das ist für mich eine Grad 0 Liturgie. Ich würde sie aufstufen, dass ich sie auf 5 Personen. Ja. Ich bete mit. Sprechen kann. Ja, betest mit. Wenn du verzichtet auf. Baustufen ist auf 10, Leute, nicht auf 5. Auf 10? Ja, PP ist 10. Ja, PP ist ein 10. Wenn du den mit auf mich sprichst, kriegst du aber eine Erschwernis, weil ich Ungläubiger bin. Du willst den ja nicht haben, von daher. Sehe ich als Ungläubiger mit meiner Mischung aus Ferkina und Ptolemiden glauben? Ja, definitiv. Du bist Magier, du bist kein Gott. Aber die haben auch an Fex geglaubt. Das mag richtig sein, aber kommt ein anderer Fex. Fex ist hier der Gott der Magie. Das ist egal. Fex ist Fex. Ja. Also du musst nur grob im selben Kult sein. Er kommt aus Draconia, er kommt nicht aus Fasar. Das ist richtig. Fex ist kein Element, der ist unwichtig. Ja, komm, ich spreche auch auf Mendarion. Liturgiekenntnis. Ich spreche auch auf Mendarion. Ich handle nicht aus einer Notlage heraus. Ich weiß nicht, zur Erfüllung eines göttlichen kirchlichen Auftrags, nein, vielleicht ein bisschen. Nein. Das ist doch eine Fex-Queste. Nein, das ist eine Beutags-Queste. Okay. Ja, gut, okay. Ansonsten kein Gewalter, kein Einbrecher, aus eigensüchtigen Motiven, weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Noch nicht, nee. Nur, weil ich das ja mache, um so, auf geweihtem Boden eines anderen Zwölf-Gods, ne. Ich meine, könnte die ganze Sache hier bei ausgeweiht sein? In einem heiligen Ort der Gottheit, nee, in Gegenwart vieler Ungläubiger und Zweifler. Ja, du guckst so ein bisschen durch die Gegend, Martha, Mycho, Kasim, bei Ardu weißt du nicht genau, was das sein soll, Mendarion, dann steht da noch ein Halb-Elf. Ja, da gebe ich mir mal die Plus 3. Ja. Hä, alle Zwölfe sind voll cool, ich bin voll dabei. Harmonie mit dem Weltgeschehen, sag mal Plus Minus 0, oder? Schon, Plus Minus 0. Ja, ansonsten gibt es jetzt auch nichts weiter. Ich merke gerade, für Ungläubige gibt es keinen. Also dafür das Ziel Ungläubiger, jetzt gibt es gar keinen Abzug. Also das ist ein Blödsinn. Seine Auspaktierer. Ja, oder Frevler oder Heidbrecher. Ja, dann schauen wir mal, mein Glückssegen dürfte eigentlich easy sein. Ich wollte gerade sagen, da musst du auch nicht lange rumrechnen. Ja, dann ziehe ich mir 5 Karma ab und bin jetzt 10 entrückt. Genau, jeder von euch bekommt einen Glückspunkt. Für wie lang? Für... Insgesamt, wie viel hatte ich übrig? 12, also die nächste Hälfte, Probe, 60 ne? Minuten. Die nächste Probe? Nein, eine Probe, nach Wahl. Okay, ich dachte die nächste. Nee. Wie wirkt sich das für mich aus? Ein Schicksalspunkt. Genau. 60 Minuten Zeit. Allerdings ist dies nur bei Talenten möglich, die dem Wesen der Gottheit des Segnenden Geweihten nicht zuwiderlaufen. Ja, Fex hat keine Mirakel-Minus. Genau. Ja, aber du darfst es halt nicht auf, keine Ahnung, Leuchtfeuer bauen anwenden. Du solltest es halt nicht zum Meucheln benutzen oder irgendwie zu schaden. Fex mit Kuh möchte gerne als Meuchelgott ein Wörtchen mit dir reden. Ja, aber seit dem Siedler im Horas-Edikt ist das auch schon lange passé. Ja, man sollte es jetzt nicht unbedingt für die Willenskraftprobe bei einem Pakt, bei einem Paktschluss verwenden. Okay. Automatisch misslungen. Wenn ihr wollt, eine Anwendung Eulentränen von mir. Weiß. Ja, nimmt man auf jeden Fall an. Auf jeden Fall, rein damit. Ja. Zum Sehen in der Dunkelheit. Genau. Die Pupillen weiten sich. Ein SP bei den Dingen? Genau. Mhm. Echt, wo kommst du da SP für? Ja, da ist Tollkirsche drin. Ja, Tollkirsche. Cool. Dann sind wir jetzt wach. Ich schaue das ein wenig sehr befremdlich an. Ich lecke einmal dran, dann entscheidet dann, dass ich es nicht möchte. Mandat! Ja gut, wenn das kannst du im Dunkeln sehen, kipp runter. Ich bin nachtsichtig, ich brauche das Ding nicht. Das brennt verdammt. Da, ich bleib's mit. Kasim träufelt sich das in die Augen, schüttelt sich einmal. Ah, ja, gut. So, jetzt sind wir wach und auf geht's. Und ab jetzt, kleine Spirenzchen, leise, effektiv, heimlich. Ja, Martha, mit Herr schon blockiert.
Martha, du könntest mit dieser Gruppe von Alchemisten, Zauberkünstlern sicherlich den Hafen von Alanfa einnehmen. Das steht auf der Agenda. Man müsste sie nur überzeugen. Das könnte problematisch werden. Hat bei Boran schon mal geklappt. Auch wenn Dario lässt sich bequatschen, so ist nicht. Also gut, wie geht's weiter? Der Madarion wird sich nach unten wahrscheinlich so ein bisschen anhand des Weges in den Sumpf kämpfen. Ja. Und dann probieren, die Brücke zu überqueren. Ich würde sagen, wir folgen auch bis hierhin, weil ich glaube, da ist am einfachsten durchs Wasser zu kommen, weil hier noch diese Steine und so alles sind. Ja, ich würde dann erstmal die Fähre blockieren und dann auch zurück zum Wasser und je nachdem, ob die Gruppe noch da ist, rüberschwimmen und mich bei den Booten in Bereitschaft halten. Sehe ich das richtig, dass wir dann unsere Freunde da drüben getrappt haben? Ah ne, die können dann quasi so zurück. Mhm, genau. Ja, machen sie ja auch. Die gehen so zurück, gehen da wieder rein und dann laufen sie irgendwann wieder los. Kasim läuft auf jeden Fall von seiner Position so mindestens bis hier, damit er auf jeden Fall unten sehen kann, wenn das Feuer losgeht. Ich weiß nicht, wie gut man hier durchschauen kann, Frosty, das musst du mir jetzt sagen. Kann man gut durchgucken, klar. Ja gut, nee, dann ist hier eine gute Position. Ja, dann kannst du dich da einfach hinsetzen und wenn ein Boot vorbeischippern, springst du halt schnell mit drauf. Wir gehen halt dahin und gehen und lassen uns dann ins Wasser gleiten. Achso, du meinst auf dem Rückweg. Gut, dann beginnen wir oben. Ja, genau. Bei Mata Mycho. Du trittst nach oben die matschigen Wege, denkst noch kurz zurück an die selenitischen Sümpfe. Vielleicht tauchen hier noch irgendwelche Echsen auf, aber dafür ist es zu kalt, obwohl es auch im Norden Echsen geben soll, die sich mit den Orks verpaktiert haben. Und mit diesen Schauergeschichten kannst du dann vor dir erkennen, wie dort eine Fähre, ein Boot angebunden ist. Eine rostige Eisenkette, die hier hängt, an der man sich entlangziehen kann. Es liegt auf der linken Seite. Ah, jetzt habe ich vergessen, dem Elf die Ohren anzufassen. Hey. Aber es wird trotzdem gut gehen, ich hab's im Gefühl. Dann läuft er hin und schaut mal, wie er die blockieren kann. Mechanik oder was? Ja, Mechanik könnte man machen. So wirklich mechanisch ist es nicht. Rohe Gewalt wohl am ehesten. Also Körperbeherrschung, würde ich sagen. Ist in den Baum reingetrieben. Wenn du eine Waffe als Hilfsmittel benutzt, weiß nicht, ein Dolch oder sowas, dann reinhebelst, dann würde es sogar noch ein bisschen erleichtert sein. Oder du hast eine Streitaxt oder was benutzt du? Den Streitkolben. Streitkolben hat er. Streitkolben, ja, dann müsstest du einen Dolch benutzen. Streitkolben kannst du wohl nicht hinterklemmen. Peinlicherweise habe ich gar keinen. Hat dir wahrscheinlich der letzte Pirat in der Taverne abgestohlen. Ja, wahrscheinlich. Und während du an deinem Gürtel tastest und bemerkst, dass er wohl weg ist. Urfeil kann ich rein. Ach verdammt, Perikon passt. Wahrscheinlich passiert oder so. Und dann müsstest du tatsächlich Körperbeherrschung plus 3. Okay. Ja, gar kein Problem. Du ziehst, deine Muskeln spannen sich an, gibst dir noch einmal einen Kuss links und rechts auf den Bizeps. Ah, da hat ja auch die wunderhübsche Lariel Nacht schon mal drauf gefasst. Und dann gibt dieser Sporn nach und du landest mit deinem Arsch im Schlamm. Ja, Heide. Aber das hat geklappt. Gar nicht so schwer, wie der Zauber zu gesagt hat. Und jetzt ab zurück zur Gruppe. Ja. Was machst du mit dem Boot? Hast du einfach nur beschädigt und jetzt kann das Boot wegtreiben, oder? Ja. Ja, okay. Lässt die Kette im Schlamm liegen, merkst wohl, wie das Boot ist nicht wirklich ganz ans Land rangezogen, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass es abtreibt, weil es normalerweise an der Kette ist, aber jetzt, wo sie gelöst ist, siehst du, wie es sich durch Strömung langsam bewegt. So trittst du wieder zurück durch den Schlamm und nach kurzer Zeit stehst du wieder vor dem getarnten Kasim, bist ihm wohl ein bisschen auf die Hacken getreten, weil du ihn selber nicht gesehen hast, so wie er da im Schlamm liegt. Ja, er zuckt kurz zusammen. Opa, Meister Margus, Zaubermeister, Leg dann sofort den Finger auf die Lippen, so nach dem Motto, Mund halten. Und wartet darauf, dass er die ersten Feuerschein, Rauchsäulen von den Feldern sieht, um dann anzufangen. Ist ja schon abwarten. Gut, ich gehe schon weiter.
Er nickt einfach nur. Wirkt jetzt sehr konzentriert mit einem starren Blick durch diese Ruine durch in Richtung der Felder. Ja, während Ado, Midas und Mendarion an der Stelle angekommen sind, ihr könnt wohl erkennen, wie es hier vor sicherlich einiger Zeit schwarz gebrannte Ruine, vielleicht ist das Drachenfeuer oder so, was auch immer hier passiert ist. Die Motte wurde zumindest neu gebaut aus neuem Holz, aber die Steinpalisade, der ganze Sumpf, was auch immer hier passiert ist, es muss einige Zeit her sein. Tut ihr irgendwas? Mendarion kann mit einer Schnecke spielen. Ja, ich lasse meine Schnecke über mein Ohr kriechen. Ja, wir lassen uns jetzt ins Wasser gleiten und schwimmen möglichst flach, möglichst leise bis hierhin. Okay. Von hier bis hier sind es alleine schon 20 Schritt. 20 Schritt durch den Sumpf. Es ist ziemlich brackig, stinkt. Und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob euch irgendwas an den Beinen zieht. Ihr hofft, dass es nur eine Einbildung ist. Schwimmprobe plus 5. Och, fuck, ich bin nicht besonders gut im Schwimmen, Masch. Ich hab dir immerhin dafür. Wow, ehrlich. Ich möchte die 18, ich möchte die 18 schippen. Gerne die 15 schippen. Die sind einfach alle unfähig, sind okay, ich hab's 16, geschafft. Wie war das geschafft. Mit Glück? Ja, genau, ich nutze mein Glück jetzt dafür. Ja, einen okay. Würfel oder die ganze Probe. Ja, okay, dann haben wir es alle geschafft. Konstitution, ich bin auf Konstitution 14. Ja, dann würfel ich die 20 neu. Wie lange brauche ich denn, um hinterher zu kommen? Ja, jetzt habe ich es geschafft. Möchtest du zu Fuß gehen? Ja. Ja, sind so grob 100 Schritt, die du in die Richtung über verschiedene Umwege laufen musst. Und kannst dann sehen, wie sie sich wohl gerade an der ersten Festungsteil dann hochgezogen haben und erschöpft und entkräftet da erstmal angelandet sind an den Felsen. Sie sind komplett dreckverschmiert, verkrustet, kleben, sehen aus wie ein Sumpfmonster. Was für Lappen, noch 20 Schritt schwimmen. Möchtest du folgen? Ja, auf jeden Fall. Aber plus 5. Schwimmprobe plus 5. Erstmal die ganzen Schicksalspunkte entfernen, kein Problem. Du Sau. Er hat seinen noch. Ja, Martha, du wählst die genau richtige Einschwimmschneise, die da die anderen schon aufgewühlt haben. Und während du dich dann auch an der Steinwand nach oben ziehst, kannst du wohl erkennen, wie 3, 4, was sind das denn, Schnecken an Midas Rücken kleben und sich da gerade festgesaugt haben. Ah, du hast ebenso welche.